Die sind hier, die Weine sind auch so bemalt stellenweise. Noch ein Hebel. Was? So, was ist jetzt passiert? Ah. Dachte ich es mir doch. The Order. Okay, ist das... hintereinander oder... Ja, das ist immer so. Okay, das macht... Also das ist auf jeden Fall dieses erste Geräusch. Ja, das ist dieser GO-Dingens da. Aber was ausschaut wie GO. Das ist, glaube ich, der zweite. So ein dumpfer. Ja, genau. Das ist der zweite. Oh, ich sterbe hier gerade, nicht wahr? Ha! Tatsächlich! Woo! Darf ich jetzt weiter leben, oder was? Tatsächlich. Es ist, weiß zwar nicht, woher das Gras in erster Linie überhaupt kam, aber... ich hätte schneller arbeiten sollen und nicht so, rumalbern. A barely legible note including the words lever, bottles and well and a rough musical scale. Several combinations of the number 1, 2, 3 and 4 are crossed out. Ja, hätten wir das gelesen, hätten wir gleich gewusst, alles klar, Weinflaschen. I carefully explained to each of them that this is not a death. They will still live more fully than before, yet they wail and call me a monster. They fail to appreciate their contribution. William... du bist ein Mörder. Fertig, aus, Ende. Ja, genau du. Das war auch noch ziemlich krank. Mit einem wirklich, wirklich furchtbaren Musikgeschmack und anscheinend auch noch heroinabhängig. Oder so ähnlich. Oder das ist die Spritze, die er zum Betäuben seiner Patienten verwendet. Eins von beidem. Das ist auch der Raum. Mit den weißen Wänden und so. Hier waren wir definitiv noch nicht. Mal schauen, ob unser Journal was Neues sagt. Nein. Nicht sehr vertrauenserweckend. Hat was von Klapse. I finally reached a wide room filled with glass walls. It feels cold and dry within and smells of blood and metal. Unlike the rest of the manor, there is no more mistaking this place for a home. Its purpose is clear. People died here. Ja, das macht hier auf jeden Fall Sinn. Wobei, das davor auch noch nicht sehr vertrauenserweckend. Aber die Männer an sich fand ich jetzt auch nicht sehr vertrauenserweckend. Und die Wände schließen sich die ganze Zeit hinter uns und neben uns. Das gefällt mir auch gar nicht. Broken glass orb. A large shattered glass orb. It seems to have burst from within. The broken glass has an odd shimmer as if
it were absorbing the light around it. Der hätte bei dem Video besser aufpassen müssen, da hat's das Ding nämlich zersprengt, weil es die Seelen aufgenommen hat. Mhm. So viel steht für mich auf jeden Fall schon mal fest. Frage ist jetzt nur, was das Punkt A mit dieser Statue auf hat und warum William die denn alle so schön tötet. Die Spritze und noch mehr Notizen, toll. An orb can hold a soul for seconds, the statues for years. When the ritual is held on Craven Manor itself, limbo may mean a life everlasting. Ja, also wie ich es mir gedacht habe, die Statuen beinhalten Seelen. A heavy syringe labeled tranquilizer. Beneath in a smaller text appear the words lysergic acid diethylamide. Okay. Immer noch nicht sehr vertrauenserweckend, aber das beweist, dass er die Leute bis zur in irgendeiner rituellen Form getötet hat und die Seelen auf die Statuen übertragen wollte und das ganz offensichtlich, da wir die ganze Zeit von diesen Viechern gejagt werden, auch noch geschafft hat. Und hat auch gesagt, dass diese Glassphären eine Seele eben nur für einige Sekunden halten und diese Statuen über Jahre. The blade is stained brown with blood and appears to be dull from extensive use. Super. Inhalation gas therapy using nitrous oxide. Der Mann hat sich sehr gut darüber informiert, was er machen muss. With our sticky bones and thin skin, the saw and hammer have taught me how frail we are. Earthly bodies are destined to rot. Klassisches Szenario würde ich behaupten. Der gute Mann ist vom ewigen Leben besessen. Oh Mann, diese ganzen... Ich verliere langsam den Überblick. Schauen wir mal, was er aufgeschrieben hat. Nee, wurde nur gespeichert, nichts neu aufgeschrieben. The Human Brain, Handbook of Physiology, Phrenology and Physiognomy. Okay, wir schauen uns mal weiter in diesem Labyrinth um. Ich hoffe, das sind die Teile von einer Statue. Ah, sieht bronzen aus. Uncool. Scheiße. Ja, scheiße, wohin denn jetzt? Aua. Ja, ich bin ja schon am Sprinten, aber wie soll ich denn durch das Labyrinth irgendwie irgendwo hinfinden? What the deuce? Scheiße. Was war denn das für ein Viech? Ich tippe auf William Craven. Das ist eigentlich diese Glasscheibe. Weiß nicht, vielleicht müssen wir zu dem Ding rennen. Ja, ist ja gut, aber ich kann nicht noch schneller rennen. Ich drück ja schon die ganze Zeit Shift. Jetzt? Aua! Ja, was denn?
Wo lang soll ich denn deiner Meinung nach rennen? Und jetzt bin ich in der Falle? Das ist doch scheiße. Ja, jetzt verzieh dich doch von mir. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich irgendwie zu dieser Kugel kommen muss. I've little time to ride. The monster somehow returned and attacked me with something. Something that stole my breath and chilled my blood. The spirit flew at me when I shone my flashlight in the monster direction. Ah, okay, ich habe eine Idee. Jawohl, das war die richtige Idee. Oder auch nicht. Was sagt mein Journal dazu? Wir lesen das jetzt mal ganz entspannt, wenn die Hütte abbrennt. The monster's spirit struck a glass orb and seemed to awaken it somehow. My path opened, but I'm still being pursued. Okay, ich wollte gerade schon fragen, welcher Path, Alter? Was für ein Weg denn? Hier jetzt gesehen. Aber ich werde angeblich immer noch verfolgt. Das heißt, wir drehen uns möglichst wenig um. Und geben möglichst viel Gas. Scheiße. Ja, get out. Ach wirklich, was mache ich denn gerade? Mann, Mann, Mann. Und wo ist mein Silberschlüssel? Gleich drei wieder machen. Komm, komm, komm. Wo lang, wo lang, wo lang? Hier. Komm. Boom! Wo lang jetzt? Hier. Sehr schön, jetzt ist das endlich offen. Mann, dass das Scheißviech immer noch am Leben ist. Geht mir echt auf die Nerven. Da, 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 da ist die Tür. Was zur Hölle? Über die... Anscheinend muss ich über die... Alter, wie krank. Was denn? Ich komme ja mit so optischen Veränderungen meistens... Ich komme ja da gar nicht drauf klar. Oh, anscheinend scheint es so zu laufen, ey. Aber zum Glück trifft unser Protagonist ganz gut. Die, ah, schön, jetzt ist unten wieder unten und oben ist oben. Das ist ja toll. Oh, meine Augen. The monster has followed me all the way back to the entryway. I do not know how this will end, but I must see it through. Alright, God damn it. Ich habe schon so eine ungefähre Ahnung, was passieren muss halt. Wer bist du eigentlich? Zwar ist eigentlich meine Ahnung, dass der den Globus hier treffen muss.
denke, damit habe ich sogar ziemlich recht, aber da muss ich mal ein bisschen... Komm schon. Yes! Yes! Spackomat. Alter, runter, runter, runter. Komm, spring. So, ja, toll. Ach, da hinten ist der jetzt. Ich flieg hoch und runter. Ja, was denn? So, Hof. Ah, okay, das ist jetzt dann der finale Schlag. Komm, trau dich. Schieß doch. Hihihi. Holy shit. Aber es war tatsächlich ein sehr kurzes Vergnügen, aber ein großes Vergnügen, das gespielt zu haben. Heilige Scheiße. Aber mit dem Ende hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gehofft, wir haben das Monster schön geklatscht, aber anscheinend nicht so wirklich. Und jetzt sind wir auch nur eine weitere Bronzestatue in Craven Manor. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bei irgendeinem anderen Video. Tschüss!